Frage: Mit was beschäftigst du dich im Alltag? Nehmen wir gerade heute. Mit was beschäftigst du dich heute mehr? Also hauptsächlich. Mit dem, was du hast, also mit dem Haben, oder mit dem, was noch fehlt, mit dem Soll. Ganz wichtige Frage. Und frag dich gerade mal, das habe ich alles? Was fällt dir da alles ein? Wenn man da kreativ wird und ein bisschen darüber nachdenkt, dann fällt uns sehr schnell ein, ja, ich habe Gesundheit, ich habe frische Luft, ich habe Frieden, ich habe etwas im Kühlschrank, ich habe Freunde, ich habe Kontakte, ich habe Kunden, ich habe, ja, du merkst, da kommt gleich einiges. Und wenn ich dich jetzt frage, und was fehlt dir? Dann wirst du sagen, ja, dies und jenes und das auch noch. Und dann frage ich dich nochmal, und das ist alles. Du denkst doch mal darüber nach und sagst, ja, das wäre super, ja. Also 2, 3, 4 Dinge vielleicht. Beim Thema Haben haben wir viel mehr Dinge aufgezählt. Und dann wirst du sagen, ja, natürlich, die habe ich ja schon. Aber das brauche ich noch. Das ist noch das, was ich anstrebe. So. Grundsätzlich geht unser Fokus, und das ist so eine ein Menschheitsthema. Unser Hauptfokus geht auf das, was uns noch fehlt. Ist so, oder? Gut. Okay. Jetzt geht es um ein Naturgesetz, um ein einfaches Naturgesetz, das immer wirkt. Wenn die Sonne auf eine Wiese scheint, dann wachsen Blumen, wenn diese Blumen Nährstoffe haben, wenn diese Blumen auch Flüssigkeit, also Wasser haben. Und wenn das Sonnenlicht drauf scheint, dann wachsen und gedeihen diese Blumen. Was hat das Sonnenlicht mit dem zu tun? Deine eigene Aufmerksamkeit ist wie das Sonnenlicht. Auf das, was du schaust, das wächst. So, die Frage. Was wächst bei dir? Wächst bei dir das, was du hast? Wird das größer? Und dehnt sich aus? Immer mehr Gesundheit, immer mehr Kunden, immer mehr tolle Projekte. Immer mehr von dem, was bereits da ist. Oder, richtige Frage, wächst bei dir das, was noch fehlt? Das soll. Ich möchte noch dies, ich möchte noch das und das habe ich auch noch nicht und das. Deine Aufmerksamkeit ist wie das Sonnenlicht. Darauf, wo du deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst, das wird größer, das dehnt sich aus, ist ein Naturgesetz. Das habe nicht ich erfunden, das ist ein Naturgesetz. Das ist einfach so, das ist wie die Schwerkraft. Es fällt alles von oben nach unten, in Richtung Erdmittelpunkt. Egal, wo du diesen Versuch machst. Und wenn unsere Aufmerksamkeit zu stark oder hauptsächlich auf das, was soll, auf das, was wir nicht haben, auf den Mangel legen, dann wächst uns genau der, den wir nicht haben wollen, der Mangel. Und er frisst uns das weg, das was schon da ist. Siehst du? Darum ist die Frage, wohin geht deine Aufmerksamkeit? Und da gibt es ein schönes Zitat in der Bibel, fällt mir gerade ein. Dem, der hat, dem wird gegeben. Dem, der in seinem Bewusstsein hat, dem wird gegeben. Du weißt, was ich meine. Und er wird immer mehr bekommen. Und, oder, dem, der nicht hat, in seinem Bewusstsein soll, das haben wir eben besprochen, dem wird genau das genommen, was er hat. Und er verliert das, was er hat. Ein Naturgesetz. Und darum die Frage, mit was beschäftigst du dich mehrheitlich? Mit dem, was du hast
oder mit dem, was fehlt. Und jetzt könntest du sagen, ja, aber ich habe schon Ziele, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte dies oder jenes machen, ich brauche mehr Kunden. Stimmt. Dann beschäftige dich mit den Möglichkeiten, mit dem, was möglich ist, mit dem, was du machen kannst, mit den Chancen, mit den Gelegenheiten, mit deinen Kunden, was du hast, interagiere. Beschäftige dich mit ihnen und daraus entsteht mehr. Und wenn du immer auf das schaust, was noch fehlt, übersiehst du das, was du hast und du wirst es verlieren. Das ist das, was ich dir nicht wünsche. Darum dieses Video, schau auf den richtigen Punkt. Auf den blauen in dem Fall. Hey, ich wünsche dir viel Freude, Erfolg, Fülle und alles, was du dir wünschst, weil du aus dem schöpfst, was du hast. Darum geht's in diesem Video. Hey, schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Video. Servus.